ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, wir spielen heute wieder eine Map namens Life Death from 250 Level. Es soll wieder XP für den Season Pass geben. Wir werden uns natürlich anschauen, wie viele XP, wie hoch das Gesamtergebnis ist, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wir werden uns den Aufbau der Map anschauen, ob die Map eintönig ist, die Level sich ab einem gewissen Levelanzahl wiederholen oder nicht. Wie der Schwierigkeitsgrad ist, ob einfach, normal oder schwer. Es soll 3 Secret Rooms und 25 Easter Eggs geben, ein VIP Shop und Wall of Fame. XP steht hier drauf, Autosave, Level und Gold, okay, man kann sie mehrfach spielen und das Geld, das Gold und die Level behalten. Hier steht 250 Level easy, ja, wir werden uns das jetzt mal ganz genau anschauen. Ich kenne die Map noch überhaupt nicht und klettern darf man hier anscheinend nicht, aber warum geht es hier hoch, das müssen wir jetzt herausfinden. Hier oben sind Maps markiert, Bildchen. Okay, was haben wir hier? Da kommen wir raus. Achievement XP, Deathrun, Easter Egg, Secret Room. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten. Es ist die Version 19, heißt die Map wurde schon diverse Male überarbeitet. Und ja, was ist das hier mit den Coins? Okay. Na dann, wir schauen mal. Huch. Huch. Geht's hier jetzt los? Ja, hier scheint's loszugehen. Yo. 22 EP aktuell für die Checkpoints. Interessant. Schön, schön. Okay. Anscheinend ist hier alles markiert. Easter Egg 970 EP. Sehr chillig. Aber bis jetzt noch keine wirklich schwierige Falle, die zu überwinden ist. Wenn wir jetzt noch ein Bildchen finden am Boden, dann wissen wir, ja, okay, die Easter Eggs und so weiter sind alle markiert. Secret Räume, Räume vor allem. Secret Räume, keine Ahnung, ob die auch markiert sind. Da lassen wir uns überraschen. Sprinten und Klettern geht hier nicht. Okay, ich dachte, da wäre was versteckt. Aber dem war nicht so. Hier ist auch nichts versteckt. Ja, bei 250 Level, 25 Easter Eggs, das ist doch gefühlt alle 10 Level. Aber wir sehen es, das Secret Räume 0 von 3. Progress, wir sind Level 25 von 250. Und wir haben ein Easter Egg bisher gefunden. Das ist schön, dass man da so eine Angabe hat. Hier ist nichts. So, das haben wir geschafft. Und das haben wir auch geschafft. Und das auch. Sehr schön. So, jetzt kommen hier so langsam mal die Fallen dran.
Schön, schön. Da unten geht's nicht. Oh nein, warum bin ich nicht gesprungen? Mein erster Tod bis jetzt. Wow. Okay. Söhrchen, hier haben wir wieder ein Bildchen. Das heißt, hier muss irgendwo, und zwar da unten, was versteckt sein. 2400 EP. Okay, wenn das so weitergeht, ist mir das Level Up hier drin sicher. Ich hätte das Bounce Pad mitnehmen sollen. Okay. Und zwar so. Ui, ist gefährlich mit der Tür am Wand. Das sieht man nicht so recht, weil man losspringen muss. Okay. Nächstes Easter Egg. 2800 EP. Okay, also die Easter Eggs sind tatsächlich markiert. Was war das? Und wieder tot. Hä? So, Easter Eggs sind markiert. Bei den Räumen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier. Oha. Cool. 3000 mittlerweile. Jo, Level Up wird uns hier safe sein. Oh nein. Ui, geschafft. Aber ich würde auch gerne die Secret-Räume finden. Ich hoffe, die sind markiert. Okay, oha. 3-6. Scheiße. Wenn ihr im Hintergrund gerade ja, Sirenen hört, es tut mir leid, aber bei uns in der Nähe ist tatsächlich, also was heißt in der Nähe? Ja, man hört es definitiv. Ich wohne ja in der Sächsischen Schweiz Richtung Tschechien. Und in Tschechien ist Waldbrand. Deswegen fahren die hier. Wow, wieso hatten die nicht ausgelöst? Aber egal, wir haben Easter Egg bekommen. Und ja. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr hier ab und zu mal Sirenen hört. Aber das kann ich nicht verhindern. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Die sollen das Feuer endlich mal unter Kontrolle bekommen. So. Da war nichts versteckt. Wow, das war knapp. Wir haben aktuell 62 Level geschafft. Jetzt müsste aber mal so langsam ins Secret Room kommen. Denn, ja, bei 3 Secret Räumen. Warum skippen, ne? Ist das hier so schwer? Nö. 22 Level pro Checkpoint ist akzeptabel. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Auf 250 Level sind das 4400 XP. Das reicht vollkommen aus. Es war gefühlt klar, dass da eine Falle versteckt ist. Wir sind immer bei solchen Dingern. Und das ist das Secret Easter Egg. Süchen. 4500. Alter, ich komme dem Level Up immer näher. Okay, da oben ist was. Wir haben es geschafft. Chillig. So.
Ich mache mir nur Gedanken wegen den Secret-Räumen. Rechnerisch gesehen müssten wir bei 60, 70 Level eigentlich mindestens einen gefunden haben. 70, 140, 210, ja. Oh, entspannt, dass das angezeigt ist. Sehr entspannt, dass die angezeigt sind. Oder bei 80, 160, 240 könnte tatsächlich auch noch sein. Und jetzt? Hä? Okay, ich muss die tatsächlich zerstören? Cool. Hört man auch? Ich schaff's nicht. Oh, das hat man auch nicht überall. Aber hier war jetzt nichts, okay. So. Hier ist wieder irgendwo ein Secret Room oder ein Easter Egg. Aber, oh, da hinten. Oh, Secret Room! Wir haben den ersten gefunden. Nice! Wie viel XP wird der uns geben? 500 bis 1000 oder 1000 bis 2000? Und 10.000! Darauf trinke ich jetzt einen Schluck heißen Kaffee. Boah, lecker. Jeden, den das stört, dass ich Kaffee trinke, Tschüssikowski. Ich lasse mir das von euch definitiv nicht verbieten. Egal, wir haben Secret Room mit 10.000 XP bekommen. Dann nehme ich den Tod in Kauf. Aber das war's dann, okay. Hier erwartet uns jetzt auch noch ein Easter Egg. LOL. Nochmal 4500. Ja, jetzt fehlen gefühlt noch. Nein. Wie viel werden noch fehlen? 3, 4K und dann ist das Level Up sicher. Das ist voll entspannt. Die Map ist bis jetzt auch sehr einfach, also kann man sich nicht beschweren. Natürlich. So. Warum skippen, ne? Ich hab's doch geschafft. Das haben wir auch geschafft. Und das auch. Und das auch. Secret Room, hier unten. Easter Egg. Und auch wenn ich das gleich gefunden habe und andere auch. Nein, ich kenne die Map nicht. So. Level up. Level up. 51 EP fehlt noch zum Level Up. Lol, das sind jetzt wieder Checkpoints. Checkpoint 1, oh nein. Oh, was ist das denn? Und Checkpoint 2. Und gleich haben wir das Level Up. Damals Level Up! Chillig! Nein! Okay. Hallo, was soll denn das? Alter, willst du mich verkackeiern?
Mann, ich komm nicht bis oben ran. Nein, Mann, ich will auf der Kante landen. Ja, Sprinten bringt auch nichts. Da ist man auch instant down. Aber dann schaffen wir das halt so. Hier. Huch. Hallo? Jetzt. Ich wollte schon sagen, wir sind fertig, aber... Wir haben gerade nur die 100 Level geschafft? Lol. Da! Okay, das war jetzt nicht angegeben. Das ist creepy. Wenn die jetzt echt nicht mehr angezeigt, dann müssen wir ja ganz besonders aufpassen. Ja, wir gucken mal regelmäßig nach, würde ich sagen. Warum sollte ich das hier skippen wollen? Das ist doch eins der einfachsten. Ne? Okay, hier könnte überall ein Easter Egg versteckt sein, aber ist es nicht. Okay, da war eine Falle. Die Falle war hier an der Wand. Okay. Hier. Hier unten ist nichts. Okay. Okay. So nicht. Dann machen wir das halt so. Und so. Hä? Das geht doch viel zu schnell kaputt. Das geht viel zu schnell. Sorry, aber das geht mir viel zu schnell kaputt. So wie du drauf stehst, bist du sofort unten. Und mit Springen schaffst du das definitiv nicht. Also man darf auch gerne mal den Skip-Button tatsächlich verwenden. Und die Easter Eggs werden nicht mehr angezeigt. Interessant. Das heißt, wir müssen die jetzt selber suchen. Ne? Oh. Hier wieder Bounce-Kugel. Aber das mit der Bounce-Kugel ist halt auf easy und entspannt. So, nichts versteckt. Hier ist nur eine Falle. Nichts versteckt. So, das haben wir auch gemeistert. Nichts versteckt. Und hier auch nicht. Ich dachte, da wäre noch was zum drauflanden. Okay. Ah. Ha. Okay. Kein Secret Room, kein Easter Egg. Soll 10 Easter Eggs gehen, das heißt alle 10 Level rein theoretisch. Ja. Mhm.
Hä? Und den drüber springen, sneaken geht nicht. Dann springen wir drüber. Wenn er dazu will, springen wir drüber. Kein Keystack, schade. Schade, schade. Hier auch nicht. Okay, ich brauche schon Kaffee. So. Kein Easter Eggs versteckt. Hier auch nicht. Ich mag die Giftfallen zwar, aber bei sowas wiederum nicht. Oh, das muss man mir noch sagen, dass ich da weiterlaufen muss. Nein! Oh, jetzt bin ich genau drauf gelandet. Oh Mann. So. Wir haben es gemeistert. Süßchen. Haha. Nett mit mir. Ne, hier ist nichts versteckt, okay? Sag mal. One Easter Egg höher. Naja, aber. Ach hier! Hau mal an! Ein Bananenchen! Huch! Oh Mann! Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wo zum Geier soll hier ein scheiß Easter Egg sein? Hä? Vor allem, wie mache ich denn das jetzt mit den Bounce-Dingern hier? Hä? Ich werde ja nicht mal mehr groß. One Easter Egg höher. Oh, 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 lala. Ach hier. Joa, 4000. Chillig und entspannt. Nein, 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 nein. Mist. Ich hab's kommen sehen. So. Aha. So nicht. Aber so. Da war doch. Ey, ich war 100 Kilometer weit weg von den Spikes. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich schaff's nicht. Oh Mann. Aber jetzt haben wir es geschafft. Schön. Was ist das? Oh nein, geschafft. Hä? Ist das wieder ein das ist kein Secret Room hier. Der Secret Room müsste da oben sein oder das Easter Egg, je nachdem.
Easter Egg. Okay. Aber wir haben dafür das gar kein XP bekommen gerade tatsächlich. Aber ist nicht so schlimm. Das ist hier nicht so schlimm. Man kriegt genug XP auf der Map. Oh. Ja. Ah, nächstes Easter Egg. Okay, ich weiß nicht, was der Pack-Entwickler sich gedacht hat, aber es gibt wirklich kein XP für die zwei Easter Eggs gerade, die wir gesammelt haben. Ich sag mal so, schlimm ist es nicht. Wir können auch 2.000 bis 4.000 XP verzichten, ne? Man kriegt hier definitiv genug XP. Ach Mist, ich wollte es überspringen. Ich wollte es überspringen. Überspringen wollte ich. So. So. Und wir sind oben. Entschuldigung, habe gerade meinen letzten Schluck Kaffee getrunken, ne? Aber der muss ja nicht kalt werden. Ah, Mist. Oh nein. Weißt du nicht, runter plumpst, bin ich down. Verwurstet mit mir. Aber wir haben es geschafft. Es kann gut sein, dass wir tatsächlich jetzt Easter Eggs ausgelassen haben, weil ja, ne, wir die einfach nicht gesehen haben. Okay. Das ist einfach. So, da wäre jetzt ein Secret Room oder Easter Egg geil. Okay. Okay, also diese komischen zwei Easter Eggs, die wir von eingesammelt haben. Ich weiß nicht, was da los war, warum es da keine XP gab, aber ich sag ja, es ist nicht so schlimm. Man kriegt hier so viel XP auf dieser Map, das ist ja nicht mehr normal. Ich müsste halt mal gucken, ich habe jetzt schon das Level Up gehabt, wie viel XP noch fehlt tatsächlich. Oh. Oh Gott, das musst du First Try schaffen! Uha, lecco mio. Au. 177 Level haben wir schon. Boah. Beachtlich. Und es ist Abwechslung gegeben. Oh nein, nee, das ist... Sorry, das ist eine asoziale Falle. Ich hasse Deckenfallen. Vor allem bei sowas. Die gehen nämlich durch die Wand. Die kann man nicht einschätzen, diese Scheißfalle.
Oh, aber ich hab's geschafft, aber... Nee, oh, nee, na, nein, einmal nein. Deckenfallen sind der größte Rotz der Erfindung von Epic Games. Ja, okay, aber einen Gleiter brauche ich doch nicht. Was habe ich gesagt? Easter Egg? Yo! Oh, scheiße. Da gibt's wirklich ein Easter Egg. Also viele verstecken ja bei solchen Leveln keine Easter Eggs. Dass der hier eins versteckt hat, ist voll cool. Und schaut mal. Was? Hä? Ich hab doch den Gleiter aktiviert. Willst du mich verarschen? Oha, 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 Checkpoint, sehr schön. Oh mein Gott. Jetzt. Ja, nee, ist klar, no? Und ich komm da auch noch dran. Mal gucken, ob hier jetzt noch ein Easter Egg versteckt ist. Nein? Okay. Ich war 1000 Kilometer weit weg. So. Mhm. Söchen, hier ist... Für was ist ein... So, Easter Egg. Wie viel haben wir denn jetzt? Schon 18 von 25 Easter Eggs. Auf entspannt fahren wir die Dinger ab. Das ist chillig. So. Hä? Ach so. Wir haben nur 8 Easter Eggs gefunden, kann das sein? Ja, wir haben nur 8 gefunden, keine 10. Oh lol. Aber ist nicht so schlimm. Das ist schlimm. Oh Gott, wie soll man das schaffen hier?
Also mich hätte es nie gewundert, wenn da unten ein Easter Egg versteckt wäre. Aha. Das ist recht einfach. Jump hier. Mach mal. Und es bringt nichts. Okay. Was? Immer mal Mami. Mach mal nicht diesen. Miau. So. So. Nee, ist nicht versteckt. Sah nur so aus. So. Was ist denn hier draußen gerade los bei mir? Okay. Wir haben leider nicht alle Easter Eggs gefunden. Oh, oh, oh. Scheiße. Und uns fehlen auch noch zwei Secret Rooms. Wow. Wo ich selber nicht wissen würde, sollen, müssen, tun, wo die sein sollen. Mann, ey, ey, wo hat schon Kopfschmerzen? Hört mal auf, mach nicht diesen. So. Schade eigentlich, ich hätte gerne wirklich jedes einzelne Easter Egg gefunden, ne? Aber anscheinend traut mir die Map die Easter Eggs nicht zu, beziehungsweise hat er sie gut versteckt, wenn es überhaupt ein Kerl ist, der die gemacht hat. Und warum? Verdammt nochmal, komm ich da nicht rüber? Ne, aber jetzt war. Wow. Ah, jetzt. So. So. Nein! Da oben war ein Easter Egg. Und das weiß man doch. Nee. Oh, cool. Interessant. Oh, das weiß man doch nicht, dass da oben ein Easter Egg versteckt ist. Oh, fuck. Aber wir haben es zumindest gesehen. Wir haben das Easter Egg zumindest gesehen. Wir wissen, dass da oben eins ist. Wir hätten abbremsen müssen. Ich wäre halt davon ausgegangen, dass dort eine Falle ist. Ja. Ernsthaft? Jetzt darf ich gerne mal sterben, weil mich nerven diese Eisklötze. Die nerven so hart. Oh nein. Und hier, habt ihr das gesehen? Ich war im Nachbarraum und die haben mich getroffen. Ich war eiskalt im Nachbarraum. Und die Scheißdinger haben mich getroffen. Hier. Die kann man nicht einschätzen, diese behinderten Deckenfallen. Die sind so abtürmend pur. Alter! Was war denn das? Nee, also diese Deckenfallen, ganz ehrlich, du stehst im Nachbarraum und die erwischen dich noch. Das ist doch dumm. Das hat auch nichts mehr mit Pfeilen zu tun. Das ist doch einfach nur Willkür der Spikes. Dieser Pfeil
entwickelt? Wer hat das denn überhaupt entwickelt bei Epic Games? Das würde mich mal interessieren. Finde ein Easter Egg. Hab's. Nein! Okay, da ist auf jeden Fall ein Easter Egg. Und wir haben's. Und Abmarsch! Jo, chillig! Einmal wieder normal laufen. Evo, danke. So, das haben wir auch geschafft. Jo, haben wir auch geschafft. Ja, das ist einfach. Sagte er und stirbte. Und stirbte. Oh nein. Mach nicht diesen, ey. Oh, das ist ein Easter Egg. Nein! Jetzt, ja, ja! Okay, wäre jetzt hier eine Falle gewesen. Alter! Find die Easter Egg. Nein. Irgendwas geht hier immer kaputt. Geh mal kaputt. Nein. Au! Hallo? Nein. Hä? Bin ich gerade total bescheuert im Kopf? Ha! Easter Egg! Okay, wir haben hier schon locker über 100.000 EP gefarmt. Wie viel haben wir ungefähr fürs Level gefehlt? 60.000? Ja, ach, Alter, haben wir hier viel gefarmt bis jetzt. Ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Ah, aber wir sind durch. Hier sind wir falsch. Da bin ich tot. Okay, das eine da hinten ist falsch. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch ein Easter Egg versteckt ist. Aber muss ich ehrlich sein, hier kommen wir auch nicht weiter, hä? Muss ich aber ehrlich sein, selbst wenn da ein Easter Egg versteckt sein sollte, das ist mir gerade ehrlich gesagt tatsächlich egal.
Denn... Huha! So ein Level hatte man noch nicht bisher. Aber dafür so eins! Scheiße! Der ist nicht mehr gestiegen. Oh fuck, ich bin zu übereifrig und zu schnell unterwegs. So. Ich hasse Eisklötze. Oh. Gib mir genau. Nein, Falle! Scheiße. Hä? Warte mal. Das war jetzt unabsichtlich, aber... Ach, come on! Oh doch, alles klar, okay. Keine Falle. Keine Falle. Aber der Tod. Okay. Ich würde sowas gerne in die Ego-Perspektive switchen können. Nein! Wie weit sind wir denn aktuell? Ach, nur noch 9 Level haben wir vor uns. Dann machen wir das halt so und so und so nicht. Oh, das ist auch mal neu. Das kenne ich so auch noch nicht. Vor allem auf blauen Grund so eine blaue Stange. Uha. Ah, okay. Das hätte man auch so geschafft. Das schafft man so nicht. Okay. Aber das erste Pad schafft man so. Ganz ehrlich, ich achte schon einfach mal gar nicht mehr auf die Easter Eggs. Ich achte da schon gar nicht mehr drauf. Dadurch, dass wir E2 ausgelassen haben. Oder was heißt ausgelassen, nicht gefunden haben. Ist mir das ehrlich gesagt jetzt auch Schnuppe. Wir wissen ja, wie viel XP so ein Easter Egg bringt. Und ich sag mal so, ach. Und hier gibt's kein Skip? Ernsthaft? Oh, uhu, haha. Oh Gott, nein! Oh, yes! Alter, das ist besser als... Nee, ich will es nicht aussprechen. Ich will es nicht aussprechen, das ist nicht jugendfrei. Oha! Complete Death Run. Wir sind durch! GG! Ja, nice!
Da, oh, nochmal 15.000 EP? Wow! Nochmal 15.000! Ah ja, okay, wir haben die Easter Eggs nicht alle gefunden. Wir haben jetzt zum Schluss nochmal 13.000 XP bekommen. Nice, nice. Leider nicht alle Easter Eggs und alle Secret-Räume gefunden. Das ist aber nicht so schlimm. Das dürft ihr gerne in Angriff nehmen. Also, Map ist leicht. Wirklich leicht. Einige Fallen hätten nicht sein müssen. Deckenfallen zum Beispiel. XP-Verteilung, Bombe. Zum Schluss, die 30.000 sind eigentlich schon viel zu viel. Aber ich werde mich nicht beschweren. Denn ich feiere das. So, Map, wie gesagt, einfach, XP-Verteilung, Bombe und Map-Code gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen.